Mario, das ist ja ein Monsterportal dieses Jahr. Ja, es wird auch jedes Jahr größer und größer. Wie breit ist das? 81,53 Meter. Ganz verarscht, hat geraten. Also, wenn du das Material zusammenlegst, fast einmal um die ganze Welt. Hast du gehört? Hast du gehört? Ja, nein, ich würde nie lügen. Können diese Augen lügen? Nein. Sieht echt wuchtig aus. Ich oder das Bauwerk? Artis Produktion. Da muss ich mal rein. Ich denke, das sind so 150 Bands mit 180 Performances. Würde ich jetzt mal. 234, sorry, guck dir das. 234, ich fasse es nicht. 234? Ja, es waren dann letzte Mal also Performances, Auftritte. Okay. Ja, also einige Bands spielen ja auch öfter. Was passiert eigentlich, wenn mal aus irgendwelchen Gründen eine Band zu spät kommt, weil Stau ist oder... Das gibt's bei uns nicht. Gab es das in den letzten 25 Jahren schon mal? Das gab es tatsächlich schon mal. Und zwar letztes Jahr ist der Mambo Kurt auf der Vollsperrung auf der A23 stehen geblieben und ist zu seinem ersten Auftritt zu spät gekommen. Dann haben wir einfach die Zeiten einer anderen Band vorverlegt und den dann hinterher reingeschoben. Aber sonst ist das in den letzten 10 Jahren echt nicht passiert. Da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf. Manni, guten Morgen! Irgendwelche besonderen Vorkommnisse? Nägel haben sie geklaut. Die haben sich Nägel geklaut? Ja. Wer und warum und wieso wurden da bei dir Nägel geklaut? Ja, dann musst du Olli mal fragen. Muss Olli ja auch nicht gewesen sein. Du siehst ja, es gibt in der Hierarchie so viele Leute, die da so rumlungern und irgendwas machen müssen. Und die einen müssen nun das Gestell an der Autobahn sichern und stellen fest, da müssten ja ein paar Nägel rein. Aber wenn wir keine haben... Du meinst diese Erdnägel, diese riesengroßen Dinger? Wenn wir keine haben, dann müssen wir mal gucken. Und er sagt er zu ihm, du, ich weiß, wo welche liegen. Und er sagt dann wieder zu ihm, da liegen Nägel. Und dann mal fährt ein anderer sie zur Autobahn. Da kann man ja keinem die Schuld geben. Aber mir sind sie ja dann abhanden gekommen. Ja. Kamen die wieder zurück? Ja, weiß ich nicht. Irgendwann habe ich mal 100 Stück bestellt und dann irgendwie vielleicht noch mal berechnet oder... Das hat sich alles erledigt. Ja. Ohne Polizei. Um den freue ich mich mehr als auf jede Band. Ich schaue mir jeden Podcast an und ich denke, einmal will ich diesen Mann treffen. Ich würde mich ja nicht als Kult bezeichnen. Und warum das so ist, an meinem guten Aussehen kann es nicht liegen. Toddy! Moin, Leute! Guck mal! Das ist mal nicht so. Das ist der Urheber von dem ganzen Spektakel, das hier immer veranstaltet, also von dem Podcast. Der hat damit angefangen zu drehen. Leute, ich bin ja echt der Spaßvogel. Ne? Ich bin der Bembers, ich bin Comedian. Aber irgendwann hat der Spaß ein Loch. Spätestens bei Knochenmarkskrebs. Aber wir sind Tausende, wir sind Millionen von Menschen und wir sollten alle zusammenhelfen. Ich habe gerade einen Flyer gesehen und gelesen. Da steht dein Name drauf: Metalheads gegen Blutkrebs. Erzähl mal, was ist da los? Ja, wir haben seit Februar mit unserer Tochter die Nachricht gekriegt, dass sie einen Spender braucht, einen Knochenmarkspender. Und ich so viel Leid und im Krankenhaus etc. gesehen habe, andere Kinder, dass wir da uns überlegt haben mit Holger und mehreren Festivals jetzt, dass wir da eine Aktion machen und hoffentlich vielen Menschen damit helfen können. Wie können wir am allerschnellsten helfen? Das ist eigentlich ganz einfach. Das ist eine Institution. Die DKMS, die Deutsche Knochenmarkspenderdatei. Da kannst du hinschreiben, kriegst ein Wattestäbchen zugeschickt. Also wenn wir da einmal mit so einem Stäbchen linke Wange und einmal Stäbchen rechte Wange Innenseite, ne? Also Innenseite. Und das da abgeben, dann sind wir alle da drin und dann kriegen wir die Scheiße im Griff. Macht alle mit, ey. Mit der Typisierung wirst du Menschen helfen. Menschen, die krank sind und die deine Hilfe brauchen. Letztes Jahr Wacken gewesen, kurz danach Diagnose Leukämie. Spender gesucht, Spender gefunden, 4. Dezember Transplantation, jetzt hier. Mehr geht nicht. Oder? Kurz und knackig. Ja, wir sind ja oft nicht selbst davon betroffen, aber wir erleben es gerade im Bekanntenkreis, wie schnell es gehen kann und dementsprechend unterstützt die Aktion. Wenn ihr Infos noch dazu braucht, dann bitte über dkms.de. Ich hoffe, dass das ein ganz großer Erfolg ist hier in der Gemeinschaft. Das ist ihm echt schwer gefallen. Der musste also auch mit sich kämpfen, über dieses Thema zu sprechen, wobei ja nun seine Tochter auch jetzt direkt davon betroffen war. Während des Festivals haben wir durchs Rote Kreuz hier eine Typisierung durchgeführt.
vierstellig, was da an Menschen sich hat testen und typisieren lassen. Auch ganz viele Künstler haben auch dazu beigetragen, weil wir es auch filmen und zeigen durften. Das war sensationell. Ich finde ziemlich cool, dass sie die Aktion hier machen. Ich wollte das irgendwie schon immer tun, bin aber noch nirgends drüber gestolpert und so extra zum Arzt gehen wir dann auch nicht. Und finde ich klasse hier, finde ich eine feine Sache. Stäbchen rein, Spender sein bei der DKMS. Und Thomas' Tochter, Melissa, ist genesen. Danke.